Peace Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen, erneuten Video vom Kanal. Heute geht's mal wieder um ein Unboxing, aber diesmal das allererste Mal Lowlight Studios. Ich habe noch nie bei denen was bestellt. Das ist das allererste Mal von der letzten Kollektion Northern Lights. Deswegen bin ich umso gespannter, wie das sein wird, ob es mir gefallen wird. Was es ist, werdet ihr später sehen. Bevor wir damit anfangen, kommen wir einmal zu einem kleinen Vor-Unboxing, würde ich mal sagen, wenn man das so nennen kann, von LLC Limited Liability Clothing, CLO, wie auch immer ihr es nennen möchtet. Tim, schaut an dich und dein Team. Danke nochmal fürs Paket. Ich weiß tatsächlich noch nicht, was drin ist. Ich packe sie jetzt erstmal kurz aus, dann ziehe ich es an, blende euch Videos ein, damit ihr auch sehen könnt, was ich euch vorstelle. Und ja, deswegen, ich packe es einmal ganz kurz aus und dann sehen wir uns sofort wieder. Okay, also ich habe mir doch anders überlegt. Das Paket, was ich euch gerade gezeigt habe von LLC, ist unten. Drin ist nichts, außer die zwei Sachen, die ich bekommen habe. Dann haben wir nochmal eine Karte von der Marke. Gebt ihr den Namen? Und dann steht hier einmal Barthub. Und dann steht da einmal auf den Standardsätze halt: Thank you for your purchase and support. This exclusive collection has been designed and developed over several months. We are happy that you are part of the LLC journey. Und ich muss euch sagen, Digga, ich will jetzt auch, wie gesagt, Digga, ich bin full ehrlich bei sowas. Ich bin transparent und lutsche jetzt nicht extra oder lobe die, weil ich das jetzt zugeschickt bekommen habe, dafür Werbung mache. No joke. Ich glaube, das ist echt die fresheste Verpackung, die ich von so einer Clothing Line hier gesehen habe. Das ist so, irgendwie erinnert mich das so ein bisschen an eine Lunchbox, aber auch so ein bisschen an so ein Amazon-Paket. Soll jetzt nicht herabhitten sein, aber die sehen ja von denen auch immer so aus. Dann habt ihr hier so einen Zipper und dann ist das wahrscheinlich ein T-Shirt, weil es relativ dünn ist. Genau. Aber das Paket ist klein. Dann haben wir nochmal was Größeres, da ist wahrscheinlich der Hoodie drin. Oder ein Hoodie. Zipper sogar, okay. Also, zwei Pieces, ich probiere die einmal schnell an und dann sehen wir uns gleich wieder. So, da bin ich wieder. Ich habe das Ganze an. Blende euch einmal die Videos an, damit wir uns das gemeinsam anschauen können. Erstmal, fangen wir mit dem Zipper an. Ich bin euch ehrlich, ich bin krank zufrieden, Digga. Ihr seht das selbst. Ihr habt, genau, einen grünen Zipper. Ihr habt einmal oben einen Reißverschluss und unten einen Reißverschluss. Das heißt, ihr könnt das von oben und unten aufmachen. Ihr habt wieder an der Tasche links LLC als kleines Logo drin stehen. Kapuze gefällt mir hier nicht so. Ist ein Tickchen zu groß. Aber ansonsten sehr, sehr, sehr bequem. Digga, ich habe nichts auszusetzen, außer die Kapuze. Beide Sachen sind in der XL. Ich bin 1,86 groß, wenn ihr das einmal gehört habt. Habt ihr einmal das T-Shirt. Auch sehr clean. Auch sehr, sehr clean. Ihr habt hier auch einmal das LLC-Logo. Was ich auch sehr, sehr cool finde, ist, ihr seht das wahrscheinlich, ihr habt hinten links unten am Rücken das Patch, was eigentlich reingehört an das T-Shirt. Kann ich euch hier auch einmal kurz zeigen. Das hier, was ich meine. Hier am Zipper und am T-Shirt. Was ich beim T-Shirt ein kleines Stückchen stört, ist der Kragen. Der ist ein bisschen zu eng. Fühlt sich so an, als ob ich gechoked werde. Ich mag es ja andersrum. Was? Aber ja, ansonsten auch sehr, sehr clean. Gefällt der Fit sehr cool. Ist jetzt nicht so boxy, dass die Schulterringe abstehen. Schnitt gefällt mir. Der Stoff gefällt mir auch. Also wie gesagt, ich bin sehr, sehr zufrieden. Tim, Bro, nochmal Shoutout an dich und deine Gang oder an das Team. Danke nochmal fürs Paket. Ich bin ehrlich positiv überrascht. Sehr, sehr gute Sachen. Wie gesagt, wenn ihr das anschauen wollt, erster Link unten in der Infobox. 9 von 10 würde ich dem Ganzen geben. Danke nochmal. Und jetzt würde ich sagen, ich bin sehr aufgeregt, bin ich euch ehrlich. Würden wir einmal, ja, mit dem eigentlichen Video weitermachen, hört sich ein bisschen blöd an. Machen wir erstmal, ich sag mal erstmal mit dem Hauptteil weiter, mit Lowlight Studios. Kommen wir zum Paket, meine lieben Zuschauer und Zuschauerinnen, falls welche da sind. Paket schon mal, finde ich, ein bisschen bodenlos. Wieso? Ich weiß nicht, ob das echt so ist, weil ich habe bei den Insta-Stories von denen immer so Pakete gesehen, wo, also die gebrandet sind, ob die jetzt weiß, schwarz, was auch immer sind. Aber das, Digga, ich weiß nicht, irgendwie ist das nicht so, sieht irgendwie nicht so cool aus, finde ich. Wisst ihr, was ich meine? Man kann hier so mäßig reingucken. Finde ich jetzt nicht so cool. Vielleicht bin ich ein bisschen zu pingelig, Digga. Vielleicht bin ich auch ein bisschen was Besseres gewohnt von Brands. So, wisst ihr, was ich meine? Man kann hier so, falls ihr auch was gekauft habt, was ihr gekriegt habt, schreibt es mal gerne rein. Ob ich vielleicht der Einzige war, der sowas bekommen hat. Oder ob das jetzt in dieser Kollektion gang und gäbe war. Wo ich gerade das Wort Kollektion im Mund genommen habe, schauen wir uns die einmal an. Northern Lights hieß die. Lowlight Studios war immer so auf meinem Radar, sage ich jetzt einfach mal. Aber irgendwie fand ich die Sache jetzt nicht so fresh oder cop-worthy für mich. Diesmal aber hat es tatsächlich wie die Forces All gepasst, weil ich unbedingt eine schwarze Jacke brauche. Jetzt wisst ihr schon, was ich mir geholt habe. Ich habe mir die schwarze Jacke geholt. Kommen wir ganz kurz zur Kollektion. Wir hatten drei T-Shirts, zwei Zipper, ein Hoodie hier. Next Page wieder ein Hoodie. Cargos, die Westen und die Jacken. Cargos finde ich immer so sehr, sehr schwer, weil jede Brand hat Cargos und alle sehen gleich aus. Und wisst ihr, was ich meine? Mal sind die, also, sieht ja alles gleich aus. Deswegen habe ich bei den Cargos nein gesagt. Hoodies,
sind okay. Zipper auch, T-Shirts auch. Die Schnitte, genau, zu den Schnitten kann ich jetzt natürlich nicht sagen. Vielleicht würden mir die gefallen. Designs haben mich jetzt nicht so angesprochen. Vielleicht das T-Shirt rechts oben, das fand ich irgendwie ganz cool. Aber wie gesagt, ich habe unbedingt eine Jacke gebraucht, deswegen dachte ich mir, komm, nehme ich die schwarze Jacke mit. Was ich unglaublich fresh fand, war das Vorstellungsvideo von denen. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, wieso auch immer, geht gerne mal bei Lowlight Studios auf die Insta-Seite. Genau, da ist es gepostet. Sehr, 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 sehr fresh. Sei es von den Fits, die zusammengestellt wurden, sei es von den Visual Effects, von der Musik, die hinterlegt wurde, von der Location. Digga, Elias oder Pinkus, glaube ich, hieß er, genau. Falls irgendeiner von euch das sieht, Jungs, Bro, Location ist absolut 10 von 10. Wenn ich weiß, wo das ist, ist Island. Und die Natur, das ist geisteskrank schön. No joke. Also ist echt so alles in allem, fand ich das beste Vorstellungsvideo seit langem von so einer deutschen Streetwear-Brand. Ja, das dazu. Schon ein bisschen zu lange gelabert, deswegen mache ich das Paket jetzt mal direkt auf. Wie gesagt, ich bin auch sehr, sehr gespannt, ob mir das gefällt. Ich weiß gar nicht mehr, welche Größe ich habe, aber wie gesagt, ich blende euch wieder Videos ein und dann schnacken wir nochmal kurz darüber und dann, ja, mache ich das Paket nochmal auf. So, also, guck mal, das meine ich so, das zerfällt so das Paket. Ich habe das jetzt aufgemacht und wenn ich das, glaube ich, umdrehe, dann fällt das alles raus. Doch nicht, jetzt aber. Na, scheiße. Auf jeden Fall, ja, guck das. Ich weiß nicht, Digga, irgendwie kommt mir noch so vor, als ob ich den Rest von dem Karton überbekommen habe, Digga, weil. Den, das ist Wayne, dann ist hier die Jacke drin. Ja, und das war dann auch das Paket, Digga. Also, weiß ich ja nicht, Digga. Ja, genau, also. Perfekt, Digga, das war's. Da ist nicht mal eine Bestellbestätigung drin, nichts. Also, okay, also. Aber Digga, ich weiß nicht, ob ich pingelig bin oder nicht, Digga, das müsst ihr mir sagen. Da ist keine Bestellbestätigung drin, Sticker und so. Also, juckt mich jetzt nicht so, aber du wisst ja, was ich meine. Da muss ja ein bisschen was drin sein. Was mir direkt auffällt, also, Digga, ich will echt nicht pingelig sein. Und ich weiß nicht, ob das pingelig ist. Oh, ich sage einfach meine Meinung, Digga. Ich habe direkt, also hier stehen schon tatsächlich ein paar Nähte ab. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Dann. Ja, okay, das ist nicht so schlimm. Hier an der Kapuze, doch nicht, Prank. Hier ist auch eine Naht. Die Jacke ist mad schwer, Digga. Also, okay. Digga, ich will nicht meckern. Ihr könnt eure Meinung da lassen. Aber es ist nicht die sauberste Verarbeitung, bin ich euch ehrlich. Nähte stehen ab. Ich habe so ein bisschen Karton noch drauf. Kartonfetzen, mäßig, kleine Sachen. Aber Digga, ich will gar nicht so viel rummeckern. Ich will eigentlich eher positiv darüber reden. Wir schauen uns das Ganze einmal an. Wie gesagt, ist dieser schwarze Windbreaker, Regenbreaker, Regenjacke technisch. Sieht oder sah auf den Models sehr, sehr, sehr cool aus. Was ist das für eine Size? Ich bin 1,86 groß. Bin normal gebaut. Das ist eine Size, eine L. Size L, large. Ich ziehe das einmal an. Und Digga, das sieht vom Ding her so eigentlich echt cool aus. Weil ich glaube, das ist echt die Jacke oder die Type von Jacke, die ich gesucht habe. Deswegen, ich ziehe die einmal an. Und dann, wie gesagt, blende ich euch einmal Videos ein. Dann schnacken wir ein bisschen drüber. Und dann ziehen wir ein Fazit. Bis gleich. So, ich hatte das Ganze an. Habt ihr hier einmal das Video. Also, bin sehr zufrieden. Muss mir gerade an das Video ändern. Ihr habt innen zwei Taschen, links und rechts, für Portemonnaie, sonst was. Dann habt ihr vorne zwei sehr große Taschen, wo vom Ding her, glaube ich, sogar ein iPad Mini reinpassen würde. Also sehr, sehr groß. Mit einem Reißverschluss, der normal von unten bis, glaube ich, sogar zur Brusthöhe geht ungefähr. Also es ist relativ groß. Was ich sehr cool finde, ihr könnt die Arme umstellen. Also beide machen enger machen mit einem Klettverschluss. Ihr habt zwei Reißverschlüsse wieder. Heißt, ihr könnt unten aufmachen, oben aufmachen oder andersrum. Was ich auch sehr, sehr cool finde, ist, wenn man das ganz hoch macht und die Kapuze aufsetzt, dass man so mäßig ein bisschen verschwindet, dass das wie so eine Maske ist. Denke ich, könnte im Herbst sehr, sehr cool werden. Ich weiß nicht, ob diese Jacke jetzt für diese Jahreszeiten so passt. Glaube ich eher nicht, weil die schon, ich will nicht dick sagen, aber schon so fest ist vom Stoff her. Wisst ihr, ich meine, das ist jetzt nicht so luftdurchlässig, weil sie halt wahrscheinlich auch Regen vor Regenschutz und vor Windschutz, deswegen denke ich eher für relativ kühle Frühlingsabende oder halt eher Richtung Winter, Herbst. Was ein bisschen scheiße aussieht, bin ich ehrlich, wenn man die Kapuze nicht auftragt oder auf hat und dann bis oben hin zieht, dann hängt die Kapuze hinten so. Aber es ist einfach Geschmackssache. Ansonsten bin ich ehrlich, finde ich die Sache sehr, sehr cool. Ist gecroppt geschnitten, nicht zu gecroppt, nicht zu lang. Ärmel sind okay, Fit gefällt mir sehr, ist eine L, bin 1,86 groß, wie gesagt. Was ich ebenfalls cool finde, sind so die Details an den Reißverschlüssen. Ihr habt hier unten an den Reißverschlüssen, sieht man jetzt nicht so richtig, ist relativ klein. Glaube ich, kriege ich auch nicht so auf die Kamera. Auf jeden Fall das Lowlight Studios, also LLS, in so einem kleinen Design drin, finde ich sehr cool. Ansonsten, bin ich euch ehrlich, für 150 Euro kann man sich, glaube ich, nicht beschweren. Also über die Jacke, worüber man sich beschweren kann, bin ich ehrlich, ist
auf jeden Fall die Verpackung, weil die fand ich gottlos. Und ebenfalls, das sind so zwei Punkte, zwei Aspekte. Also einmal auf jeden Fall an der Verpackung und zweitens so ein bisschen an der Verarbeitung der Jacke, weil hier und da stehen halt Nähte ab oder sind halt so Fussel. Fussel sind jetzt nicht so schlimm, kann man einfach abmachen und gut ist. Aber mit Nähten ist immer so die Sache, kann man auch mit einem Feuerzeug wegmachen, aber es sollte eigentlich nicht sein bei einer Jacke von 150 Euro. Aber ja, ich bin fürs erste Mal Loyal Studios. Wenn wir jetzt nur auf die Jacke gucken oder nur auf das Produkt, ich will auch gar nicht sagen positiv überrascht, weil die, glaube ich, ja vom Ding her Qualität bringen. Aber mir gefällt es auf jeden Fall. Wie gesagt, Kollektion an sich war okay. Jacke hat mir am besten gefallen und ich habe sie gebraucht, deswegen Kopf. Denke, dass ich die jetzt auch behalten werde. Ich werde die jetzt, glaube ich, so ein, zwei Mal tragen und dann gucken, ob die mir tatsächlich auch taugt oder ob ich die echt mag oder auch behalten will. Schreibt mir gerne mal unten in die Kommis rein, ob ihr was geholt habt, wenn ja, was, ob es euch gefällt, ob die Verpackung genauso gottlos war wie bei mir. Würde mich gerne mal interessieren, ob das irgendwie so eine Ausnahme war oder ob die alle so rausgeschickt worden sind. Ich hoffe nicht. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Wenn euch das Unboxing gefallen hat, gerne ein Däumchen nach oben da lassen. Würde mich sehr freuen. Ebenfalls ein kostenloses Abo lassen. Wie gesagt, Unterstützung freut mich immer sehr. Hilft mir weiter. Danke schon mal dafür im Voraus. Tim, LSC Clothing, danke nochmal an euch. Hat mich, wie gesagt, sehr gefreut. Gerne wieder, vielleicht in der Zukunft. Und ja, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns bald mit einem neuen Video wieder. Bis dahin, passt auf euch auf. Peace.